liebe Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil Cajon für Einsteiger. Und die heutige Folge steht unter zwei Aspekten. Der erste ist Akzentverschiebung und der zweite ist der Lenny Groove. Der Lenny Groove deswegen, weil die Nummer gerade zum Einstieg, das ist eine Nummer von Lenny Kravitz, nennt sich Low. Schöne Nummer, um Cajon zu spielen. Und da komme ich aber im zweiten Teil zu. Im ersten Teil lade ich euch ein, dass wir uns etwas warm spielen, dass die Hände geläufig werden. Denkt immer dran, umso lockerer, umso schöner klingt es. Und ein schöner Einstieg, um sich auf dem Cajon warm zu spielen, ist, wenn man ein paar Akzente verschiebt. Was ist ein Akzent? Ein Akzent ist ein betonter Schlag. Erinnert euch an die erste Folge, wir hatten die wesentlichen Schläge Bass mit der ganzen Hand, Snare, die Hälfte der Hand leicht angewinkelt und die sogenannten Ghost Notes auf der gleichen Position wie die Snare, nur eben getastet. Von diesen Ghost Notes aus starten wir jetzt heute, um ein paar Akzente zu verschieben. Damit wir den Akzent schön verschieben können, wähle ich eine Subdivision aus 16 Noten in einem Viervierteltakt. Erinnert euch, in einem Viervierteltakt hat jede Viertel vier separate Unterteilungen in Form der 16. Hatten wir beschrieben mit ein, die, un, de, zwei, die, un, de, drei, die, un, die, vier, die, un, de. Das brauchen wir jetzt, um den Akzent zu verschieben und dadurch, upsa, da fällt mir gerade der Transmitter raus, dadurch auch unsere Hand, rechte und linke Hand zu trainieren, dass sie mit der Zeit auf Kommando, auf einen Gedankenimpuls hin, zack, einen Akzent spielt und dadurch unser Spiel musikalischer macht. Den Akzent verschieben wir bei einer 16. Subdivision in einem Viervierteltakt um jeweils immer eine 16. nach hinten. Sieht so aus. Ich mache das ganz langsam in Zeitlupe. Ein, die, un, de. Zwei, die, un, de. Drei, die, un, de. Vier, die, un, de. Jetzt habe ich den Akzent auf den Beat gespielt, also auf die jeweilige Zahl, die ich spreche. Ein, die, un, de, zwei, die, un, de, drei, die, un, de, vier, die, un, de. Im zweiten Schritt gehe ich jetzt hin und verschiebe den Akzent um einen nach hinten. Das heißt, ich betone nicht mehr die Eins, die Zählzeit, sondern das Die, das Die. Und dann brauche ich die linke. Wenn ich als Rechtshänder mit meiner starken Hand rechts beginne, ist die erste Akzentverschiebung, läuft in die andere Hand. Das sieht dann so aus. Ein, die, unde, zwei, die, unde, drei, die, unde, vier, die, unde. Im nächsten Schritt dann schiebe ich den Akzent wieder eins nach hinten. Dann bin ich auf dem Un. Klingt dann so. Ein, die, un, de. Zwei, die, un, de. Drei, die, un, de. Vier, die, un, de. Und im letzten Schritt geht er auf den vierten Akzent. Das ist dann das De. Klingt dann so. Ein, die, un, de. Zwei, die, und de, drei, die, und de, vier, die, und de. In Folge jetzt ganz langsam gespielt, klingt das Gebilde so. Ich spiele jeden Akzent einen Takt lang und danach im nächsten Takt ziehe ich eine Note, eine 16. Note nach hinten und dann wechselt entsprechend die Hand. Ein, die, und de. Zwei, die,
Unde. 3, die Unde. 4, die Unde. 1, die Unde. 2, die Unde. 3, die Unde. 4, die Unde. 1, die Unde. 2, die Unde. 3, die Unde. 4, die Unde. Und der letzte 1, die Unde. 2, die Unde. 3, die Unde. 4, die Unde. Es war jetzt ein relativ ruhiges Tempo. Und zum Trainieren empfehle ich euch, macht es sogar vielleicht noch ein bisschen langsamer, als ich gerade gemacht habe. Es ist extrem sinnvoll, weil von einem auf den anderen Takt wechselt eure Akzenthand. Und das bringt Prozesse hier oben in Gang, die euch mittelfristig sehr leicht machen, auch Rhythmen zu adaptieren, die ihr hört. Dass ihr, wenn ihr bestimmte Akzente an bestimmten Stellen des Stückes oder eures Rhythmuses hört, dass ihr die sofort umsetzen könnt. Als rhythmische Folge zum Trainieren bieten sich die Akzentverschiebungen an, indem ihr sie wirklich nicht vier Takte lang, also vier Schläge lang durchspielt, sondern in jedem nächsten Takt wechselt. Das klingt dann so. 1, die, und die, 2, die, und die, 3, die, und die, 4, die, und die, 1. Und dann sind wir wieder bei 1. Nochmal. 1, die, und 2, die, und 3, die, und 4, die, und 1, die, und 2, die, und 3, die, und 4, die, und 1, die, und 2, die, und 3, die, und die, 4, die, und die, 1, die, und die, 2, die, und die, 2, die, und die, 4, die, und die. Das war jetzt etwas schneller. Entwickelt auch euer Tempo, dass ihr das Stück für Stück ganz langsam, behutsam nach oben zieht. Da kommt später eine schöne rhythmische Figur bei raus. Jetzt habe ich die Ghost Notes weggelassen. Das ist für späteren Zeitpunkt. Wenn es wirklich locker und schön läuft bei euch, zieht das Ding hoch und arbeitet später nur mit den Akzenten. Machen sehr, sehr viele Cajon-Spieler so. Ich habe mir überlegt, in jeder Folge ein Fleißkärtchen einzubauen. Für Leute von euch, die noch ein Stück mehr machen möchten. Trainiert die Akzentverschiebungen erstmal mit, indem ihr sie sprecht. Also ein, die, und, zwei, die, und, drei, die, und, vier, die, und, ein. Gut, wenn ihr die in ein schönes Verhältnis setzen möchtet, dass sich rhythmisch auch was Kontrapunktisches ergibt, dann nehmt ihr euren linken oder rechten Fuß, wie ihr möchtet, und spielt den Beat unten drunter. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. Wenn ihr dieses Metrum unten laufen habt, dann hört man ganz deutlich die Akzentverschiebung. Weil am Anfang sind sie voll synchron. Ein, die, und die, zwei. Da geht er weg. Drei, die, und die, vier, die, und. Dass er sich wegschiebt vom Beat. So viel zum Thema Akzentverschiebung. Es wird in jeder Folge immer wieder ein kleines Häppchen im Bereich Akzentverschiebung geben, weil wir später damit jegliche Art von Rhythmus transparent machen können und aussagekräftig machen können. So, jetzt sind wir warm und jetzt kommen wir zum Lenny Groove aus der Nummer, aus der Einstiegsnummer. Ein sehr schöner Song von Lenny Kravitz,
auf den ich sehr gern Cajon spiele. Und ich habe die Nummer genutzt, um sowohl mit einer Achtel-Subdivision zu arbeiten, als auch mit einer Sechzehntel-Subdivision. Wenn ihr darauf achtet, ich spiele in den Strophen, in den Verses, spiele ich eine Achtel-Subdivision und im Refrain spiele ich eine Sechzehntel-Subdivision. Der Basic Groove in der Nummer von der Hauptaussage Bass und Snare ist Bass, Snare, Bass, Bass, Snare, Bass, Snare, Bass, Bass, Snare. Für die Notisten unter euch, auf 1 ist eine Bassdrum, auf 2 ist eine Snare, auf 2 und ist eine Bassdrum und auf 3 und ist eine Bassdrum. Ihr seht das auch gleich am Diagramm. Wenn ich das jetzt in einer Achtel-Subdivision spiele, dann sieht das so aus. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und wie ihr merkt, ist jetzt nicht nur eine Hand die Hauptarbeitende, wie bei unserem One Million Dollar Groove. Zur Erinnerung, der lief so. Eins und zwei und drei und vier. Dann macht entweder die rechte Hand die ganze Arbeit oder die linke Hand. Eins und zwei und drei und vier. Und hier kriegen jetzt beide Hände zu tun, weil um die zwei und die drei und in der Achtel-Subdivision zu spielen, müsst ihr mit der linken oder als Linkshänder mit der rechten Hand runter. Ich zeige das sowohl mit rechts als auch mit links. Der Rechtshänder spielt den Groove. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Und der Linkshänder spielt den Groove, bei dem sieht das so aus in der Achtel-Subdivision. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und so, das ist die Strophe. Im Strophengroove spiele ich eine Achtel-Subdivision. Wenn der Refrain beginnt, wechsle ich von der Achtel-Subdivision in die Sechzehntel-Subdivision. Das heißt, es ist die nächsthöhere Unterteilung. Ich bin dann nicht mehr bei 1 und, sondern bei 1 die Unde. Das sieht im Ref dann für den Rechtshänder so aus. 1 die Undi, 2 die Undi, 3 die Undi, 4 die Undi. 1 die Undi, 2 die Undi, 3 die Undi, 4 die Undi. Wenn ihr aufmerksam zuschaut, merkt ihr, dass ich zwischen dem 2 und Schlag und dem 3 und Schlag auf der Bassdrum, da liegt ja eine Ghost Note drin. Versuche es so langsam, als ich kann. Ein, die, und, die, zwei, die, und, die, drei. Die drei taste ich wirklich mit den Fingerspitzen nur auf der Bassdrum. Ich ziehe nicht ganz nach oben, dann ist der Weg zu lang sonst. Und die drei und kommt wieder drauf als Bassdrumschlag. Und damit ich hier oben die 4 spielen kann. Nochmal ganz langsam. Ein, die, und, die, zwei, die, und, die, drei, die, und, die, vier, die, und, die. Ein, die, und, die, zwei, die, und, die, drei, die, und, die, vier, die, und, die. Ein, die, und, die, zwei, die, und, die, drei, die, und, die, vier, die, und, die. Ein, die, und, die, zwei, die, und, die, drei, die, und, die, vier, die, und, die. Jetzt kommt wieder ein bisschen Musik rein. Ab einem gewissen Tempo. So klingt dann nachher im Groove. Der Linkshänder dreht natürlich entsprechend dann gespiegelt um. 1, die, und die, 2, die, und die, 3, die, und die, 4, die, und die.
Eindi und die Zweidi und die Dreidi und die Vierdi und die Eins. So viel zum Refrain-Groove der Lenny-Nummer. Das zu trainieren im Originaltempo ist für euch Anfänger eine ganz, ganz heftige Nummer. Ich rate euch auch dazu, euch das Stück runterzuladen als MP3 und das in eine App reinzupacken, wie Tempo Slow, Slow Mo. Gibt es verschiedene Apps, wo ihr ein Musikstück vom Tempo her runterziehen könnt, ohne dass die Tonhöhe sich verändert. Das ist ideal zum Trainieren, um bestimmte Bewegungsabläufe in rhythmischer Art ganz langsam sich drauf zu schaffen. Da könnt ihr das wirklich in Zeitlupe machen und dann zieht ihr das Ding nach und nach, zieht ihr das hoch vom Tempo. Ich mache das deswegen in der zweiten Stunde schon mit einem musikalischen Beispiel, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass mit Musik, in einem musikalischen Kontext Cajon zu üben, viel, viel mehr Spaß macht, als wenn man sagt, okay, ich verschiebe jetzt den ganzen Tag Akzente, bis der Arzt kommt. Solange es weg, noch nicht in einem musikalischen Kontext ist, ist das Ganze sehr trocken. Und es macht viel mehr Spaß, es wirklich auf eine bestimmte Nummer zu machen. Mal gucken, ob ich vielleicht was lostrete, wenn ich euch jetzt sage, schickt mir, wenn ihr Lust habt, mal von euch einen Vorschlag, wo ihr sagt, das Ding würde ich gerne mal auf dem Cajon spielen. Was kann ich da drauf machen? Nehme ich mich gerne an so einer Geschichte und höre mir das an und gucke, dass man da auch was aufbereitet bekommt, dass man das auf dem Cajon spielen kann. So, damit ist, glaube ich, auch jetzt gleich der Speicherplatz auf der Karte zu Ende und unsere heutige Session neigt sich dem Ende zu. Ich habe euch heute einiges an Futter gegeben. Ich hoffe, ihr kriegt das gut verdaut und gut verarbeitet. Und bin dankbar für Feedbacks und bin dankbar für einen erhobenen Daumen. Und wünsche euch viel Ausdauer, Spaß und Erfolg mit unserem heutigen Lenny Groove und den Akzentverschiebungen. Und ich sag mal, bis bald. Bleibt aufrecht und straight im Rhythmus. Herzliche Grüße. Ciao.